Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Es gibt ein Königreich im Sternenhimmel und ich erzähle dazu eine Geschichte. Es gab in der Vergangenheit sehr viele Ungerechtigkeiten. Und der König möchte das alles in Ordnung bringen. Der König bekommt auch Unterstützung, aber die Lügen hören nicht auf. Und einige Menschen im Land glauben das auch. Die Königin stärkt ihr Gemahl und spricht zu ihm. Verliere dein Glauben nicht, sei stark, du bringst es schon alles in Ordnung. Der König ist dankbar für diese großartige Unterstützung. Die Prinzessin hört nichts von dem hübschen Prinz. Er ist im Rückzug und er meldet sich nicht. Sie zweifelt gerade an dieser Liebe. Die Königin versucht, ihre Tochter zu beruhigen, aber das klappt nicht. Die Prinzessin benimmt sich gerade unmöglich. Ach, wenn er wenigstens melden würde. Oder könnte er über seinen Gefühlen sprechen, aber das macht er nicht. Und die Prinzessin ist ziemlich ungeduldig. Und dann kommen die Erinnerungen auch noch dazu. Und das bringt die Prinzessin gerade zum Zweifeln. Diese Geschichte, was ich erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne befindet sich in Zwillinge, Mond im Wassermann nach indischen Berechnung. Sonne, Mond steht in Harmonie. Das ist die Unterstützung von der Königin. Mond bildet sich ein Quadrat zum einen rückläufigen Jupiter. Es handelt sich um Ungerechtigkeiten und dann sind wir auch emotional dabei. Diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit. Mond bildet sich ein Quadrat zu Venus und das ist die Unsicherheit, die Prinzessin. Spannung zwischen Mond und Venus. Und das hat einen Einfluss auf unsere Gefühle und es handelt sich in erster Linie um die liebe Partnerschaft. Der Prinz ist gerade im Rückzug. Wir haben heute ein Mond-Neptun-Konjunktion und das bedeutet, die Glauben sollen wir stärken, glauben an etwas, so wie die Königin das auch sagt. Glaube, du wirst das alles bewältigen. Venus bildet sich ein Quinkungsaspekt zum ein rückläufiges Saturn und auch zum Ketu, die absteigende Mondknoten. Das sind die Erinnerungen, Erinnerungen und die Zweifel, das was die Prinzessin erlebt gerade. Und das war die astrologischen Hintergrund für diese Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.